Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Weisheiten zum Mitnehmen. Thema heute: Respekt. Genauer: Respekt ist nicht gleich Respekt. Schon einmal darüber nachgedacht? Über Respekt? Über Respekt lässt sich trefflich streiten. Oder auch nicht. Es gibt so viel Geschriebenes und ich Gesagtes und ich könnte mindestens genauso viel schreiben. Ich möchte gesiezt werden, weil das respektvoll ist und vieles andere. Sie haben sicherlich folgende Aussagen gehört. Du bist respektlos. Respekt muss man sich verdienen. Wenn du mich respektierst, dann respektiere ich dich auch. Kann man und natürlich auch Frau, eigentlich sich Respekt überhaupt verdienen? Ist das Respekt, nur weil ich dich sieze? Hier ein aus meiner Sicht erschreckendes Beispiel zu Respekt. Ich erwarte, dass mich Schüler und Schülerinnen ab vielleicht 8 Jahren siezen. Kindergartenkinder dürfen mich mittlerweile mit Julian ansprechen. Früher neigte ich zu Herrn XY und dem Du. Und ja, natürlich erwarte ich, dass mich meine Kunden und ihre Familienangehörige zu Beginn siezen. Alles andere fände ich seltsam, unter Umständen sogar respektlos. Sie hörten das Wort zum Sonntag. Aus dem Munde eines Kindergärtners. Nun denn. Herausfordernd fand ich nun, sich endlich mal das Wort Respekt näher anzuschauen. Aus etymologischer Sicht findet man eine französische und eine lateinische Wurzel. Aber bevor ich näher auf die etymologische Sicht eingehe, möchte ich euch kurz daran erinnern, diesen Kanal zu abonnieren. Natürlich, wenn euch meine Videos gefallen. Und vor allem, checkt doch mal auch die anderen Videos dieser Reihe. Kommentare erwünscht. So, zurück zu den etymologischen Wurzeln von Respekt. Französisch, Respekt bedeutet so viel wie Achtung, Hochachtung. Und die lateinische Bedeutung mit respectare trägt die Bedeutung von Rückblick, Rücksicht. Betrachtet man nun diese beiden etymologischen Herleitungen näher, so fällt auf, dass es sich hierbei um zwei unterschiedliche Bedeutungszugänge handelt. Achtung bzw. Hochachtung beinhaltet stärker eine Art Ehrerbietung im Sinne von Achtung vor einer höheren Autorität. Dies beschreibt mehr die einseitige Form der Achtung, insofern, dass etwas oder jemand geachtet wird, weil er, sie oder es größer, stärker oder mächtiger ist als man selbst. Sie haben doch bestimmt schon einmal die Aussage, Angst habe ich keine, aber Respekt gehört. In diesem Zusammenhang ist hier eher das Verständnis im Sinne vom einseitigen Respekt gemeint. Einen anderen Bedeutungszusammenhang liefert die lateinische Wortwurzel, denn die Franzosen haben das Wort ja auch von den Lateinern abgenommen. Der Rückblick oder die Rücksicht kann zweierlei, beziehungsweise sogar dreierlei Richtungen zeigen. Den Blick auf den anderen oder den Blick auf sich selbst, beziehungsweise den Blick auf sich selbst durch den Spiegel des anderen. Bezeichnend für diese Blickrichtung ist, dass der Blick nicht nach oben gerichtet ist, sondern zurück. Das heißt, auf den Menschen, der mir gegenübersteht, sich mit mir auf einer Ebene befindet. So trägt das Wort Respekt zwei Aspekte in sich. Einmal einen einseitig ausgerichteten, im Sinne von jemanden achten, weil er mächtiger ist oder bestimmte herausragende Eigenschaften besitzt.
die es zu achten gilt. Etwas zum Nachdenken? Ist denn erzwungene, einseitig ausgerichtete Achtung wirklich reine, pure, echte, akzeptierte Achtung? Der andere Aspekt beschreibt mir die wechselseitige Form von Respekt, welche über die Achtung hinausgeht, da sie das Rücksichtnehmen auf jemanden beschreibt, welches nicht nur auf dessen Macht oder Größe oder herausragenden Eigenschaften oder Fähigkeiten beruht. Um genau diese Form des Respekts soll es im Folgenden gehen. Dies ist die Definition von Respekt, der ich mich anschließen möchte. Anmerkung, zumal die französische Definition der lateinischen entlehnt wurde. In dieser Definition wird, bezogen auf die Bedeutungsdimension, der Begriff Anerkennung verwendet, welcher durch den Aspekt der Gegenseitigkeit mit dem Wort Respekt in der lateinischen Wortbedeutung gleichzusetzen ist. Respekt stellt eine Form der wechselseitigen Achtung dar, bei der beide Partner symmetrisch miteinander in Kontakt treten und sich gegenseitig in ihrem So-Sein anerkennen. Diese Anerkennung des anderen kann so weit führen, dass wir uns vorstellen können, wir würden genauso denken und handeln wie er, wenn wir genau sein Leben hätten leben müssen, sein Schicksal erfahren hätten. Damit bitten wir eine Haltung der Offenheit aus der aktiven Akzeptanz heraus, welche eine Basis zum Dialog bietet. Im Dialog, via, durch und Logos, das Wort, also durch das Wort, werden alle Vorurteile abgelegt, um dem anderen mit Offenheit und Verständnis zu begegnen. Diese sehr reine und intensive Form des respektvollen Austausches bedarf allerdings einer grundlegenden Offenheit über den anderen in seinem So-Sein. Vor allem im Hinblick auf schulische Umgangsform bedeutet dies sowohl die Gleichheit als auch die Verschiedenheit des anderen anzuerkennen. Wenn wir also einen Menschen zum Beispiel negativ bewerten, weil er einen Fehler gemacht hat, und diesen Menschen fortan nur als fehlerbehaftetes Wesen betrachten, dann nehmen wir nur noch diese eine Seite der Unvollkommenheit an ihm wahr. Wenn wir aber offen sind für neue, fruchtbringende Impulse des anderen, können wir eher über seine Fehler und Schwächen hinwegsehen und ihn in seiner Ganzheit verstehen lernen. Darüber hinaus denke ich, Respekt kann nicht eingefordert werden. Respekt kann nur gegeben werden. Ich respektiere dich, weil du bist. Noch weiter auseinandergenommen besteht das Wort aus der Vorsilbe re, wieder, und spectare, schauen. Also, wieder anschauen. Das bringt mich direkt zum wichtigsten Grundbedürfnis der Menschen, gesehen zu werden. Aber nicht, weil ich mächtiger, größer, stärker, schlauer bin als du. Wenn du also sagst, ich möchte respektiert werden, meinst du, dass du mit deinen Gefühlen und Bedürfnissen gesehen werden willst? Oder wenn du sagst, ich respektiere dich, dann siehst du die Gefühle und die Bedürfnisse deines Gegenübers. Das ist Empathie. Wir wünschen uns, dass unsere Gegenüber nachvollziehen und verstehen können, wie es uns geht. Wir möchten, dass unsere Werte Raum haben und dass unsere Bedürfnisse anerkannt und gesehen werden. Das wusste schon mein Urgroßvater Polybios vor mehr als 2000 Jahren. Denn er sagte damals schon, bei allen Dingen liegt der letzte Maßstab für die Beurteilung nicht in den Handlungen selber, sondern in Motiven des Handelnden. Das alles ist in dem kleinen Wort Respekt verpackt. Daraus schließt sich für uns die Frage an, was können wir tun, dass wir in unseren Gefühlen und Bedürfnissen von anderen gesehen werden?
Was trägt dazu bei, dass unsere Bedürfnisse Raum finden und anerkannt werden? Die Antwort ist, genau, Vorleben. Vorleben. Und weil das Vorleben keine Sicherheit ist, bleibt uns weiterhin die Aufgabe, uns selbst wahrzunehmen, unseren eigenen Bedürfnissen Raum zu geben und uns mit unseren Bedürfnissen anzuerkennen und selbst gegenüber respektvoll sein. Denn Respekt beginnt bei einem selbst. Mein Bester, vergiss nicht, dich selbst zu erkennen und mache nicht den Fehler, den die meisten Menschen machen. Denn die meisten sind darauf aus, vor den Türen anderer zu kehren und kommen nicht dazu, vor ihre eigenen zu kehren. Versäume also dieses Ja nicht, sondern bemühe dich vielmehr, auf dich selbst zu achten. Xenophons Erinnerung an Sokrates. Sokrates war der Meinung, alle Fehlgriffe gegenüber seinen Mitmenschen sind auf eine Unter- oder Überschätzung der eigenen Person zurückzuführen. Wenn wir es also schaffen, uns selbst zu erkennen, so erkennen wir auch unser Gegenüber. Erst wenn ich in der Lage bin, mich selbst zu respektieren, erst dann kann ich auch andere respektieren. Nächstenliebe beginnt bei der Selbstliebe. Bist du also weiterhin der Ansicht, Respekt muss man sich verdienen? Ist das wirklich so? Kann man sich überhaupt echten Respekt verdienen? Habt ihr euch schon mal gefragt, ob diese Aussage überhaupt einen Sinn ergibt? Oder plappert ihr das einfach nach? Erst wenn ein Mensch sowohl in seinen individuellen Bedürfnissen anerkannt, seine Rechte gewahrt werden und er in seinen Fähigkeiten und Eigenschaften wertgeschätzt wird, kann er sich entfalten und selbst verwirklichen. Erfährt sie oder er diese Anerkennung nicht, kann dies zu Prozessen der Stagnation der Entwicklung bzw. zu Formen von Aggression und Gewalt führen. In diesem Sinne, bleiben Sie mir gewogen, Weisheiten zu mitnehmen. Euer Georg Moratidis. Bis zum nächsten Mal.